willkommen. Heute mal wieder Fahrradfahren. Wie immer, egal. Wir haben jetzt irgendwie so 0 Grad, hier ist irgendwie alles gefroren. Da hinten, wo die Sonne scheint, irgendwie nicht mehr. Aber finde ich geil, weil kein Matsch, muss das Fahrrad hoffentlich nicht putzen, je nachdem, wo ich noch lang fahre. Plan für heute, die Sonne genießen und Fahrrad fahren. Sonst habe ich keine große Idee, ich habe die Kamera dabei und die Drohne, vielleicht ergibt sich hier der ein oder andere Fotospot. Ah, lichttechnisch ist es noch zu früh. Die Sonne steht zu hoch, sieht einfach nicht geil aus. Ist ja nicht so, als wäre ich hier schon 8000 Mal lang gefahren und kann mir vorstellen, Fotos zu machen. Aber bei der Jahreszeit ist das Fenster für gute Bilder echt klein, zumindest für die passende Lichtstimmung. Meine Ansprüche sind etwas mehr als ein Schnappschuss mit dem Smartphone. Nach der ersten Abfahrt die Nachricht bekommen, dass oben jemand auf mich wartet. Er war schon länger nicht mehr dabei. Also nehme ich den kürzesten Weg dahin. Die Bedingungen sind richtig gut. Irgendwie hat man Grip auf diesem frostigen Boden. Der Baum ist immer noch da. Warum nicht so einen Holzziehweg hochfahren, der eigentlich normalerweise nur aus Matsch besteht? Heute aber nicht. Wow. Und mit den Pedalen aufsetzen den Spurrillen. Mal raus hier. Ja, auch mal wieder da. Nach deinem Muskelfaserriss. Du machst Dinger. Nicht zu empfehlen. Nein. Würde ich auch nicht empfehlen. Meine Brille beschlägt, wir sollten weiterfahren. Meine auch. Ja, komm. Los! Hat Puste. Hast du Puste? Jetzt ist voll gut, ey. Ha? Dafür, dass du jetzt wie lang? 4 Wochen? 6 Wochen? Fast 6 Wochen. 6 Wochen nicht gefahren bist? Also hier brauchen wir keine Fotos zu machen. Hier ist zu dunkel. Oben bei dem anderen Holzding. Bei dem? Bei dem Krater da oben. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal hoch. Natürlich falscher Gang, wie immer. Weil jemand hier unerwartet angehalten hat. Ja, hier geht was, hier geht was. Schön Gegenlicht. Ja. Bremshebel, Haltung. Du weißt, dass du das jetzt ungefähr noch 80 Mal machen darfst. Was? An der anderen Seite. Ja, ja. Jetzt hab ich nach vorne geschoben. Hab ich gesehen. War das richtig? Ja. Hui. Gut gemacht. Nochmal. Ich vertraue dir, dass du nicht in mich reinfliegst. Weil vorhin mit Taxi war die Landung viel härter als mit
nach vorne. Schön. Ja, natürlich, wenn du abziehst, gewinnst du die Höhe und du hast ja keine Landung. Du gehst ja quasi ins Flat. Ja. Und es geht zwar minimal bergab, aber am Ende vom Tag landest du immer noch im Flat. Aber merkt man schon, auf jeden Fall. Ja, ja, du musst es wegdrücken im Grunde. Stellst dich hier hin. Jetzt bist du schon wieder zu weit. So, da. Ist was geworden. Musst du nicht noch heller machen oder so? Du hast irgendwas gedrückt, oder? Nee, hab ich nicht. Du hast irgendwas gedrückt, weil der Hintergrund ist scharf und ich nicht. So, stell dich nochmal dahin. Hm? Jetzt drücke ich. Ich muss früher nach vorne drücken. Ja, komm, machen wir nochmal und ich stelle mich ein bisschen weiter weg. Sieht cool aus. Dieses Foto sieht geil aus. Ja. Ja, noch top. Ein bisschen so zur Seite. Ah, wenn man seine Sachen wegpackt und ich weiß wohin. Wo habe ich denn jetzt den Deckel hingelegt von der Kamera? Schön mit dem Gegenlicht. Es war noch ein bisschen eigentlich noch zu hart. Noch nicht soft genug, aber es wird gleich zu dunkel und die Sonne verschwindet eh. Genau. Wir fahren jetzt nochmal woanders hin. Ich muss nachher Video machen. Ich springe und wenn ich springe, habe ich dann Fahrrad auf einmal in der Hand. Ich hoffe, so ist. Ja, ich möchte die Treppen hochfahren. Eigentlich möchte ich es nicht. Ja, die nächsten da vorne. Boah! Ich bin aber gerade die Spur. Ist wieder Reifen weggerutscht. Ja, du umfährst es. Nächster Spot hier. Sieht eigentlich ganz nice aus hier mit der Spitzkehre. Er quält sich mal wieder den Berg hoch. Deswegen hat man ein E-Bike. Ich habe jetzt keine Lust, meinen Hut auszuziehen, deswegen habe ich meinen Helm noch an. Unscharf. Unscharf. Sieht man, wie das Rad in der Luft ist? Ein bisschen. Jetzt ist auch das Licht nämlich weich, wenn man versteht, was ich damit jetzt mal sagen will. Stellen wir die GoPro mal hier hin, gucken, ob das was wird. Weil das hat was. Das ist mir richtig gut gelungen mit meinem Fuß im Weg. Das hat auch noch was, aber... Was machst du jetzt da? Warum filmst du mich? Warum nicht? Ja, das war's dann für heute, oder, würde ich sagen, mit unserem sinnlosen Video. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, oder wie siehst du das? Geil. Geil.